Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crossing Souls. Wir sind wieder zurück hier auf dem Gipfel eines merkwürdigen Berges, vor einem kleinen merkwürdigen Bergsee, wo wir eine kleine merkwürdige Bergseeinsel sehen. Und uns jetzt weitermachen. Wie wir jetzt bereits wissen, ist Major O'Roos direkt hinter uns. Und da ist er auch schon. Das also ist die Bande von Aufsässigen, die mir so viele Probleme gemacht hat. Ihr habt mich wertvolle Zeit gekostet, Kinder. Gebt mir den Duat-Stein und verabschiedet euch von dieser Welt. Das ist Major O'Roos. Wir geben ihnen den Duat-Stein garantiert nicht. Völlig egal, womit sie uns drohen. Sie werden für das bezahlen, was sie unseren Freunden und unserer Stadt angetan haben. Ich bin von Idioten umzingelt. Ich habe diese Spielchen satt. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich ahne Schreckliches. Ja, es ist geschehen. Woo! Okay, Major O'Roos hat den Duat-Stein und Charlie ist in Gefahr. Achte auf feindliche Geschosse. Okay, cool. Flieg! Oh shit, oh yeah, yeah, woo! Oh baby, ich kann sowas gar nicht. Na, scheiße. Na, scheiße. Ah! Ah! Ich mag gar nicht, wie sich dieses Schiff lenkt. Ja, 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 ja. Scheiße! Okay, ich werde gleich sterben. Ich kann das nicht. Ich kann sowas überhaupt nicht. Ja. Sowas kann ich nicht. Okay. Nächster Versuch. Ach, scheiße. Boah. Ach, scheiße. Ja, bin gleich down. Es war so knapp. Ah, hab ich mich aus der Ruhe bringen lassen. Verdammt. Verdammt. Ja. Oh, Rus! Übrigens ist das der Beweis dafür, dass Cuphead echt nichts für mich ist. Nein! 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 Oh, es hat doch geklappt. Puh. Major O'Roos hatte ihnen alles genommen, was sie auf der Welt liebten. Charlie versuchte, sich für ihre Freunde zu opfern. Die Leere in Chris wurde immer größer. Sollten wir gerade abstürzen? Oh, Scheit! Oha!
Das sieht interessant aus. Siehst du das, was ich sehe, Matt? Das sind Pyramiden, Chris. Sie sind aus dem Boden gekommen. Das erinnert mich an eine Doctor Who-Folge. Das ist unmöglich. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nie wieder raus. Eventuell sind da drin Aliens, die sämtliche Möglichkeiten der menschlichen Geschichte vorausberechnet haben, um genau an einem Punkt eingreifen zu können. Blöd zusammengefasst, aber egal. Aber sie haben Charlie mitgenommen und ich konnte nichts für sie tun, verdammt nochmal. Sie nehmen alle meine Lieblingscharaktere. Okay, Kevin können sie behalten. Aber erst nehmen die mit Joe, dem ich einfach jedem Boss weggehauen habe. Und jedem, der hat mit einer Ratte, hat der mit einem Handkantenschlag weggehauen. Dann sehen sie mir mal Charlie, die mit dem besten Moveset ever. Was soll der Jetzt habe ich Matt und Chris übrig. Super, danke auch. Charlie kann auf sich selbst aufpassen. Ich bin mir sicher, wo immer sie sie hingebracht haben, sie weiß, was sie tun muss. Sie haben außerdem unsere Duat-Maschine mitgenommen. Sie haben alles genommen. Alles, was wir getan haben, war umsonst? Nein! Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Verstehst du es nicht, Chris? Es gibt nichts, was wir tun könnten. All das hier passiert wegen dieses Steins. Ich wünschte, Kevin hätte ihn niemals gefunden. Was willst du damit sagen? Kevin trägt in der Sache keine Schuld, Matt. Weißt du was? Ich habe das alles satt, Chris. Du willst immer der Anführer sein und stolzierst hier rum, als stündest du über allem und triffst Entscheidungen für uns. Oh, guck, wie tief meine Stimme wird, weil ich so böse bin. Wer hat dir das Recht dazu gegeben? Hättest du nicht all diese dämlichen Entscheidungen getroffen, wären wir nicht einmal hier. Das ist alles deine Schuld. Glaubst du etwa, ich habe was gewollt? Glaubst du, es gefällt mir, Entscheidungen für andere Leute zu treffen? Die Schuld für alles auf mich zu nehmen? Ich habe nicht darum gebeten, Matt. Du hättest vortreten und das Kommando übernehmen können, aber natürlich hast du das nicht getan. Es ist immer leichter zu kritisieren, wenn man selbst nicht die Last der Verantwortung trägt. Scheiß auf dich, Chris. Nimm das zurück. Nimm es zurück! Sonst was? Willst du mich schlagen? Ja, komm, mit dem Baseballschläger, bitte. Was zum Teufel redest du da, Matt? Ich war doch immer für dich da. Ich dachte, wir wären Freunde. Warum sagst du solche Dinge? Hör mal, Matt. Wir haben in den letzten Tagen viel verloren, aber wir können doch immer etwas dagegen unternehmen. Ich höre erst auf, es zu versuchen, wenn ich keine Kraft mehr habe. Der Major hat uns alles genommen. Unsere Freunde, unsere Familie. Ohne den Duatstein werden wir sie nie wiedersehen. So ist das Leben nun mal, Chris. Die Menschen kommen und gehen. Wir müssen sie loslassen. Aber wir können noch etwas bewirken. Matt, wir müssen versuchen, Charlie zu retten. Unsere Familien. Wir sind die letzte Hoffnung, Matt. Es gibt keine weitere Chancen. Keine Flucht. Es ist das hier oder nichts. Hör zu, Matt. Ich brauche dich. Was ist mit Matt los? Matt ist komisch. Sehr komisch. Na gut. Machen wir uns weiter auf den Weg. Mal sehen, was wir jetzt nur noch zu zweit anrichten können. Oh, warte mal, hier gab's nicht. Hier hat jemand gerastet. Sieht aus wie ein Angelplatz. Okay. Ich habe den Eindruck, dass dieses Spiel relativ kurz ist. Okay, wo sind wir hier? Ja. Bam. Ich habe mich mal selbst in die Luft gejagt. Atme durch, Chris. Du schaffst das. Oh. Chris ist nervös.
war gerade vollkommen Verschwendung, diesen Sugar-Hard-Bonbon zu nehmen. Egal. Oh, was? Da war gerade... ODV. ODW. Okay. Das böse Symbol einer bösen Organisation. Ah, ich liebe es. Klischees. Lieber nicht. Also, the plot thickens, my friendos. The plot thickens. Wie bei Charles Dickens. Zutritt verboten? Ich weiß nicht, wie wir hier durchkommen sollen. Oh nein, der Zutritt ist verboten. Wir können nicht weiter. Verdammt. Guess I give up. Mensch, das war gar nicht mal so schwer. Dieses merkwürdige große Zutritt verboten Schild hat mir doch nicht den Zugang komplett versperrt. Nein, ah, du. Ah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin der Einzige, der gerade an James Bond denken muss. Egal, okay. Zum Glück können die Leute nichts sehen. Wenn das, was sie suchen, nicht von einem gigantischen Lichtkreis erhellt wird. Das war gerade verdammt knapp. Oh Gott, der ist wirklich gigantisch. Let's watch it. Ach komm! Wirklich, ein Makromillimeter, genau. Das ist ein Wort. Ganz knapp an diesem Ding dran steht, da wird man sofort erwischt. Ach, man kann einfach rübergehen. Okay, verstehe. Nein, das wollte ich noch nicht. Nein, ich wollte mich noch umschauen. Nein! Ach, Mann! Wie es aussieht, haben wir das Duat-Fragment in unserem Besitz. Der Major hat den Befehl gegeben, mit den Vorbereitungen für den Eintageskrieg zu beginnen. Das habe ich gehört. Endlich, etwas Action. Ich habe schon angefangen, mich an diesem Dachgang zu langweilen. Ich würde mich noch umschauen. Sitzen wir nicht in einem Käfig mit Gitterstäben? Der Typ muss echt blind sein. Oh, Scheiße.